Von Langlauf über Snowboard bis zu Skialpin. Als ein in Salzburg verankertes Unternehmen ist es der Salzburger AG ein besonderes Anliegen, den Wintersportnachwuchs und seine jungen Talente zu fördern. Wir sind auf dieses Sponsoring immer richtig stolz, weil es eine perfekte Symbiose ist von all dem, was uns wichtig ist. Wintersport ist für Salzburg ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, ein wichtiger Identifikationscharakter, hat was Kulturelles, es geht um Jugendförderung. Das ist so ein Verbindungspunkt und was könnte besser zu uns passen, zu unserem Unternehmen, wo wir Salzburg, wo wir die Region im Namen tragen, als dass wir da dabei sind. Eine tolle Sache. Dabei unterstützt die Salzburger AG den Salzburger Landesskiverband bereits seit über 20 Jahren. Erstens muss man mal sagen, die großzügige Unterstützung in finanzieller Seite. Dann glaube ich einfach, diese ganze Zusammenarbeit im Wintersport, touristisch, bergbahnenmäßig, skifahrenmäßig, es ist eine Familie. Und da sind wir glücklich, dass die Salzburger AG eben mit dieser Energie mit dabei ist. PV-Anlagen montieren und die E-Ladeinfrastruktur ausbauen. Die Salzburger AG arbeitet mit den Tourismusregionen und Skigebieten im Bundesland eng zusammen. Für uns ist die Blickperspektive der Gäste in diesen Regionen relevant, der Kundinnen und Kunden relevant und wir wollen alles das tun, was die vor Ort brauchen. Daher ist das Thema Laden, daher ist das Thema freundliche Energie im Sinne von erneuerbarer Energie relevant. Alles, was mit Komfort zu tun hat für die Kundinnen und Kunden und alles, was mit unserem Versprechen zu tun hat für ein grünes Morgen, wir arbeiten dran. Die jungen Talente sind ambitioniert und haben klare Ziele für die Zukunft. Ja, also für die kommende Saison ist ganz sicher mal die Top 30 im Europacup. Super-G und Riesen wird die Kerndisziplin heuer sein und da einfach in der Startliste immer weiter vorarbeiten, damit dann auch irgendwann mal die Chance auf ein Podest ausschaut. Das Skifahren wurde dem Salzburger wohl in die Wiege gelegt. Papa Atles Kadal wurde zweimal Super-G-Weltmeister, Mama Karin Köllerer fuhr im Slalom viermal aufs Podest.